Endlich ist es soweit. Pokémon Karmesin und Purpur sind offiziell erschienen und leiten als erstes Open-World-Pokémon-Spiel die 9. Generation ein. Daher möchte ich euch heute zum Release über 20 Tipps und Tricks mitgeben, die euch den Einstieg in euer Paldea-Abenteuer erleichtern sollen. Also, los geht's. Doch zuvor noch ein kurzer Shoutout an den Sponsor des heutigen Videos, nämlich Instant Gaming. Auf Instant Gaming findet ihr nicht nur die neuesten Games, Online-Mitgliedschaften und Shopguthaben zu stets günstigen Preisen. Nein, es gibt auch diesen Monat wieder ein Giveaway, wo ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt. Einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken, das Spiel eingeben, das ihr gerne hättet und schon wird der Gewinner am Ende des Monats automatisch bekannt gegeben. Also schaut gerne bei Instant Gaming vorbei und nun weiter mit dem Video. Oh Mann, strahlender Sonnenschein am Release-Tag. Wir lieben es. Und zwar solltet ihr als allererstes, wenn ihr das Spiel das erste Mal startet, in eure Einstellungen schauen. Darin findet ihr eine Vielzahl von Dingen, die ihr anpassen könnt. Allem voran solltet ihr das Texttempo auf 3 stellen. Das Leben ist einfach zu kurz für so viel Text. Dann gibt es natürlich noch die ganzen Standardeinstellungen. So könnt ihr hier auswählen, ob ihr gefragt werden möchtet, nachdem ihr ein Pokémon gefangen habt, ob ihr diesem einen Spitznamen geben möchtet, ja oder nein. Ihr könnt einstellen, dass Cutscenes automatisch übersprungen werden, was ich euch für den ersten Playthrough nicht empfehlen würde. Und ihr könnt auswählen, ob das Spiel automatisch speichern soll. Ich für meinen Teil habe die automatische Speicherung bei Pokémon-Spielen immer ausgestellt, aus diversen Gründen, auf die ich auch gleich noch eingehen werde. Außerdem gab es damals bei Schwert und Schild zum Release einen Bug, dass die automatische Speicherung euren Spielstand kaputt machen konnte, also vielleicht bin ich auch ein bisschen gebrandmarkt. Es gibt jedoch auch neue Einstellungen, die es zuvor nie in einem Pokémon-Spiel gab, zum Beispiel, ob eure Pokémon Attacken erst später erlernen sollen. Normalerweise ist es ja so, dass wenn ein Pokémon ein Level aufsteigt und eine neue Attacke erlernt, wir gefragt werden, ob wir ihm diese beibringen möchten. In diesen Spielen wird das auch mit einer Glühbirne in der Teamansicht nochmal visualisiert, wenn ein Pokémon eine neue Attacke erlernt. Doch manchmal ist man ja auch nur darauf aus, dass das Pokémon im Level aufsteigt, ohne dass es groß neue Attacken erlernt. Wenn wir dieses Feature also anstellen, werden wir beim Levelaufstieg nicht darauf hingewiesen, dass das Pokémon eine neue Attacke erlernen kann. Wir können nun auch auswählen, ob bei Link-Kämpfen die Spitznamen angezeigt werden sollen, das ist ebenfalls neu. Und dann gibt es die Rettungsfunktion. Die Rettungsfunktion wird aktiviert, wenn ihr von hohen Orten zufällig runterstürzen solltet, dann könnt ihr einfach einen Knopf auf eurem Controller drücken und werdet automatisch wieder an die erhöhte Position zurückgesetzt, von der ihr gefallen seid. Was es wiederum nicht mehr gibt, sind die Einstellungen, ob man den Kampfstil auf Wechsel oder Folge stellen möchte. In diesem Spiel werdet ihr immer, wenn ihr ein gegnerisches Pokémon besiegt, gefragt, ob ihr euer Pokémon auswechseln möchtet. Und die Attackenanimationen sind nicht mehr ausschaltbar. Außerdem gibt es direkt zum Start jede Menge nützlicher Shortcuts, die ihr auf jeden Fall kennen solltet. Drückt ihr das Steuerkreuz runter, aktiviert ihr zum Beispiel den Fotomodus. Dieser steht euch auch direkt von Anfang an zur Verfügung und ihr könnt damit Selfies oder andere Bilder machen, die dann in eurem Switch-Album gespeichert werden. Drückt ihr das Steuerkreuz nach links, landet ihr in der Character Customization. Dort könnt ihr unterwegs und jederzeit eure Uniform ändern und weitere Klamottenauswahlen bestätigen. Oh, und wir können unterwegs auch unser Gesicht ändern. Plastische Chirurgie to go. Wie praktisch. Bist du mit deinem Gesicht zufrieden? Ja, meine Mama sagt, ich bin was ganz Besonderes. Außerdem könnt ihr durch das Reinklicken des rechten Sticks die Kamera rein- und rauszoomen lassen. Es gibt jetzt eine Autoheilungsfunktion. Wenn ihr also ein Pokémon in eurem Team auswählt und die Minustaste drückt, dann nimmt das Spiel automatisch eure Tränke aus dem Beutel und heilt die Pokémon von selbst, ohne dass ihr extra den Trank aus dem Beutel auswählen müsst. Das klingt nach keinem krassen Feature, aber es ist so angenehm, glaubt mir. Wenn ihr einem wilden Pokémon begegnet, solltet ihr mal die ZL-Taste drücken. Damit könnt ihr wilde Pokémon nämlich anvisieren und erhaltet automatisch eine Info über den Namen, ihr Level und ob ihr das Pokémon bereits gefangen habt. Mit der ZR-Taste wiederum könnt ihr eure Pokémon jederzeit aus ihren Pokébällen lassen, sodass sie euch in der Spielwelt hinterherlaufen. Und mit der R-Taste startet ihr das Autokampf-Feature. Doch zum Autokampf-Feature später mehr. Wie ihr wisst, gibt es in Karmesin und Purpur 3 verschiedene Handlungsstränge, denen wir folgen können. Und ihr müsst euch auch für keinen dieser Handlungsstränge entscheiden, sondern ihr könnt alle 3 parallel zueinander erleben. Doch wenn ihr euch noch unsicher seid, was ihr als erstes machen möchtet, würde ich euch tatsächlich raten, mit dem Pfad der Legenden zu beginnen. Und keine Sorge, ich werde euch hier keine Story-Spoiler nennen oder ähnliches, aber durch die Quests im Pfad der Legenden sorgt ihr unter anderem dafür, dass Koraidon oder Miraidon stärker werden und ihr damit schneller und flexibler durch die Paldea-Region reisen könnt. Was im Grunde das gesamte Gameplay verbessert und angenehmer gestaltet. Also, wenn ihr noch nicht wisst, womit ihr anfangen wollt, wählt den Pfad der Legenden. By the way, streame ich Pokémon Karmesin und Purpur aktuell auch jeden Tag auf meinem Twitch-Kanal mit euch zusammen. Also, falls ihr dort gerne mal vorbeischauen möchtet, twitch.tv/fanmatetim.
Würde mich sehr, sehr freuen, euch mal im Chat begrüßen zu dürfen. Außerdem gibt es neben dem Schillerpin erstmals richtige Belohnungen für das Fangen von wilden Pokémon und dem Vervollständigen des Pokédex. Wenn ihr nämlich mal in euren Pokédex klickt und dann die X-Taste drückt, kommt ihr in ein Belohnungsmenü. Hier erhaltet ihr besondere Belohnungen für das Erreichen von bestimmten Meilensteinen. Doch es gibt sehr viele verschiedene Belohnungen, unter anderem sogar Aprikokobälle. Bislang ist noch nicht bekannt, dass man diese seltenen Pokébälle auf irgendeinem anderen Wege im Spiel bekommen kann, also sorgt auf jeden Fall dafür, reichlich Pokémon zu fangen. Doch selbst wenn ihr euch jetzt denkt, ich habe eigentlich gar keine Lust, jedes Pokémon, das ich sehe, direkt zu fangen, dann solltet ihr zumindest Folgendes tun. Und zwar solltet ihr das Autokampf-Feature nutzen. Über das Autokampf-Feature könnt ihr eurem Pokémon nämlich befehlen, sich selbstständig in Pokémon-Kämpfe zu stürzen. Dadurch bekommt ihr unter anderem Materialien von den wilden Pokémon, aber auch deutlich weniger Erfahrungspunkte, als wenn ihr auf herkömmlichem Wege gegen sie kämpfen würdet. Allerdings solltet ihr jedes Mal, wenn ihr einem neuen Pokémon begegnet, dieses Autokampf-Feature dagegen einsetzen. Denn dadurch wird das wilde Pokémon direkt in eurem Pokédex als gesehen registriert, ohne dass ihr es vorher irgendwie groß encountern oder fangen müsstet. Das geht sehr, sehr fix und ihr könnt dann über die Habitat-Funktion jederzeit nachschauen, wo ihr dieses Pokémon denn findet. By the way, ob euer Pokémon einen Autokampf gewinnt, hängt dabei einzig und allein vom Levelunterschied ab und vom Typen-Matchup der beiden Pokémon. Auf eurem Abenteuer durch die Paldea-Region werdet ihr immer mal wieder auf solche Aussichtstürme hier stoßen. Diese solltet ihr auch immer erklimmen, wenn ihr sie seht, denn zum einen liegen dort oben meistens besondere Items und diese Türme fungieren auch als Schnellreisepunkte, sodass ihr euch jederzeit zu ihnen hin teleportieren könnt. Oh, und manchmal ist auch einfach nur die Aussicht sehr nice. Außerdem kehren zwei ganz großartige Quality-of-Life-Updates aus Pokémon-Legenden Arceus zurück. Und zwar gibt es keine Namensbewertung oder Attackenerlerner mehr in dem Spiel. Wenn ihr nun in den Statusbericht eures Pokémon geht, könnt ihr jederzeit über den X-Knopf selber den Spitznamen ändern und ihr könnt auch hier die Attacken verwalten und dem Pokémon somit jederzeit alte Attacken wieder beibringen. Und apropos Attacken, eine weitere große Änderung in Kamezin und Popo sind natürlich die TMs. TMs sind nämlich leider nicht mehr unbegrenzt nutzbar. Was ihr aber tun könnt, ist TMs farmen und craften. Wenn ihr nämlich mal an einem Pokémon Center vorbeikommt, werdet ihr hier diese grünen Maschinen bemerken. Das sind TM-Maschinen. Darin könnt ihr mit Hilfe der Materialien, die wilde Pokémon für euch droppen, nämlich TMs craften. Die nötigen Materialien werden euch dafür auch immer angezeigt. Doch das ist nicht der einzige Weg, um an TMs zu kommen. TMs könnt ihr auch überall in Paldea verstreut finden. Diese erkennt ihr daran, dass sie sich in einem gelben Pokéball befinden. Sammelt ihr dadurch eine neue TM ein, wird diese direkt dem Katalog der TM-Maschine hinzugefügt und ihr könnt diese dort jederzeit neu craften. Ansonsten bekommt ihr auch TMs durch das Bekämpfen von Trainern. Habt ihr nämlich eine bestimmte Anzahl von Trainern auf einer Route besiegt, könnt ihr euch bei diesem Liga-Angestellten in der Nähe eines Pokémon-Centers eine weitere TM oder weitere Items abholen. Sprechen wir nun einmal über die Character-Customization im Spiel. Wenn wir das Spiel beginnen, müssen wir unseren Charakter erstellen. Dort können wir unter anderem Hautfarbe, Haarfarbe, Frisuren und auch erstmals das Gesicht anpassen. Die einzige Auswahl, die ihr später nicht ändern könnt, ist eure Hautfarbe. Gesicht und Kleidung könnt ihr jederzeit später in den Einstellungen hier anpassen, auch wenn es leider insgesamt nur 4 verschiedene Uniformen gibt, was ein bisschen underwhelming ist. Und auch eure Frisuren könnt ihr später jederzeit bei einem Friseur ändern lassen. Übrigens solltet ihr euch unbedingt sehr viel Zeit nehmen, die Paldea-Region zu erkunden und das auch sehr aufmerksam tun. Denn neben den ganzen Pokémon gibt es auch jede Menge Items zu entdecken, und zwar 3 verschiedene Formen. Zum einen werdet ihr überall hier diese funkelnden kleinen Lichter im Boden entdecken. Das sind zum einen Items, die ihr jederzeit aufsammeln könnt. Dann gibt es noch Items, die hier in roten Pokébällen leuchtend auf dem Boden auftauchen. Diese sind festgesetzt und werden auch überall an derselben Stelle auftauchen. Auch darin finden wir verschiedene Items wie EP-Bonbons oder aber auch diverse Heilungs-Items. Und dann gibt es natürlich noch die eben angesprochenen TMs in den gelben Pokébällen. Ein weiterer Grund, aufmerksam durch die Spielwelt zu gehen, ist das neue Pokémon Gierspenst. Gierspenst wurde uns mit einem der letzten Trailer zu dem Spiel vorgestellt. Und dieses ist überall in der Paldea-Region verteilt. Gierspenst hält sich vor allem in der Nähe von Ruinen auf, aber ihr könnt es wirklich überall in Paldea treffen. Und damit euch kein Gierspenst durch die Lappen geht, solltet ihr auf jeden Fall gut hinhören, denn man hört immer seinen Ruf, wenn eines in der Nähe ist. Und das klingt in etwa so.
Wenn ihr dann mit einem solchen Gierspenst interagiert, bekommt ihr eine oder mehrere Gierspenstenmünzen. Und ja, diese solltet ihr fleißig sammeln. Denn es heißt, wenn ein Trainer 999 dieser Münzen gesammelt hat, würde etwas ganz Besonderes passieren. Okay, kommen wir nun zu einem Thema, das wahrscheinlich viele von euch sehr interessiert, und zwar Shiny Pokémon. Shiny Pokémon spawnen natürlich, so wie auch in Legenden Arceus, wieder in der Overworld. So habe ich zum Beispiel hier an dieser Stelle mein allererstes Shiny circa eine halbe Stunde nach Spielbeginn gefunden. Und zwar ein Shiny Barmelin, welches mittlerweile ein Bojenin ist. Ich musste es mit ins Team nehmen, hatte ich keine Wahl. Doch das Gemeine im Gegensatz zu Legenden Arceus ist, Shiny Pokémon machen kein Geräusch mehr, wenn sie in eurer Nähe sind. In Legenden Arceus gab es ein eindeutiges Soundfeedback, wenn in der Nähe ein Shiny aufgetaucht ist. In Karmesin und Purpur wiederum könnt ihr euch wirklich nur auf eure Augen verlassen. Ich war mir bei diesem Bojelin schon erst nicht sicher, ob es wirklich ein Shiny ist oder ob mein Spiel einfach nur zu hell ist. Da will ich mir gar nicht vorstellen, wie das dann bei Shinies wie Pichu oder Gengar ist. Das sind übrigens nicht Gengars und Pichus Shiny-Form. Das sind ihre Shiny-Form. Seht ihr, was ich meine? Doch wie sieht es mit den Shiny-Chancen in diesem Spiel aus? Nun, die Standard-Shiny-Chance scheint immer noch bei 1 zu 4096 zu liegen. Lustigerweise wird einem das sogar vom Spiel selbst gesagt, und zwar, wenn man einen der Kurse in der Akademie besucht. Endlich lernen die Kinder mal vernünftige Dinge. Doch es gibt natürlich auch Möglichkeiten, die Shiny-Chance zu erhöhen. So gibt es zum Beispiel Rezepte, mit denen ihr Sandwiches zubereiten könnt, die euch mit einer sogenannten Schillerkraft versorgen, welche dafür sorgt, dass ihr ebenfalls auf mehr Shiny-Pokémon stoßen werdet. Doch dieses schaltet ihr erst sehr, sehr spät im Spiel frei. Ein weiteres Feature, das es aus Legenden Arceus zurückgeschafft hat, sind übrigens die massiven Aufläufe oder auch die Mass Outbreaks. Diese erkennt ihr auf der Karte, wenn euch das Icon eines Pokémon angezeigt wird, und dahinter können wir auch ein rotes Glühen sehen, was zeigt, hier gibt es einen Mass-Outbreak. Hier bin ich jetzt zum Beispiel in einem Frostedia-Outbreak gelandet. Und ja, wenn wir uns mal hier umgucken, hier sind jetzt schon einige Frostedie gespawnt. Diese Outbreaks hier sind noch sehr viel krasser als in Legenden Arceus. Hier spawnen sehr viel mehr Pokémon als die gewöhnlichen 12 bis 14, die wir aus der Hisui-Region kennen. Was natürlich umso nicer ist, wenn man ein bestimmtes Pokémon Shiny hunten möchte. Es ist noch nicht bekannt, ob die Pokémon in diesen Outbreaks auch eine höhere Shiny-Chance haben. Ich persönlich habe bis jetzt noch kein Shiny aus einem Outbreak hier bekommen. Aber wie gesagt, dadurch, dass so viele auf einmal spawnen, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Neue Outbreaks erscheinen übrigens immer dann auf eurer Karte, wenn die Uhrzeit auf eurer Switch Mitternacht schlägt. Also jeden Real-Life-Tag ändern sich die Outbreaks im Spiel. Und ja, wenn wir das Datum unserer Konsole in den Systemeinstellungen einen Tag vorstellen, dann werden auch die Outbreaks im Spiel neu generiert. Das ist also eine sehr nice Methode, um auf euren Wunsch-Outbreak hinzuarbeiten. Wirklich, schaut euch einfach mal an, wie viele Aquana hier rumschwimmen. Also Outbreaks in Karmesin und Purpur sind komplett krank. Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass Koraidon und Miraidon im Verlauf des Spiels stärker werden und mehr Funktionen freischalten, die es euch erlauben, euch an weitere Orte in Paldea zu begeben. Somit gibt es, auch wenn es natürlich immer noch ein Open-World-Spiel ist, einige Orte, von denen Game Freak nicht will, dass ihr sie so früh im Spiel besuchen könnt. Doch lustigerweise gibt es einen kleinen Trick, womit man da drum rumspielen kann. Wenn ihr also zum Beispiel so eine Stelle hier findet, die zu hoch für Koraidon ist, um einfach nur direkt hochzuspringen, aber trotzdem etwas angeschrägt ist, vorausgesetzt natürlich, ihr seid am Anfang des Spiels und könnt noch nicht klettern oder sonst irgendwas, dann könnt ihr diesen kleinen Trick hier benutzen, und zwar rückwärts springen. Damit kommt Koraidon tatsächlich an Orte hoch, die ihm sonst verwehrt bleiben würden. Dafür drückt ihr einfach nur den B-Knopf rein und dann kurz danach den Control-Stick in die Richtung, in die ihr springen möchtet. Und schon macht Koraidon ein paar entspannte Rückwärtssprünge. Ist eine sehr lustige kleine Technik, die mich früh im Spiel an Orte gebracht hat, von denen Game Freak definitiv nicht wollte, dass ich sie sehe. In Paldea gibt es außerdem eine Menge nützlicher Geschäfte, die ihr schon sehr früh im Spiel betreten könnt. Und da mal reinzuschauen, lohnt sich wirklich. All diese Geschäfte könnt ihr betreten, wenn ihr das erste Mal hier in Mesa Lona City angekommen seid. Aber die findet ihr nicht nur hier, sondern überall in allen Städten Paldeas. Die Sorte Läden, die ihr dabei am meisten finden werdet, sind diverse Fressläden. Sprich, Orte, wo ihr zum Beispiel Sandwich-Zutaten für euer Picknick kaufen könnt. Oder aber auch Cafés und Restaurants,
Restaurants, wo ihr fertige Gerichte bestellen könnt, die euch dann verschiedene Esskräfte wie die Sandwiches geben. Dann gibt es hier außerdem noch die Chanera Apotheke. Darin finden wir verschiedene Vitamine, X-Items, Heilkräuter, aber auch Minzen, um den Effekt unseres Wesens zu ändern. Außerdem liebe ich diesen Text ganz am Ende, wenn man den Laden verlässt. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage einen Arzt oder einen Chanera. Leute wurden dafür bezahlt, sich das auszudenken und ich bin sehr neidisch, dass ich es nicht gewesen bin. Dann gibt es natürlich noch hier zahlreiche Boutiquen oder die eben angesprochenen Friseursalons. Doch der meiner Meinung nach wichtigste Laden ist der sogenannte Botobeutel. Bei Botobeutel finden wir nämlich zahlreiche nützliche Items. Einmal direkt für den Kampf, wo wir sehr viele Competitive Items direkt zum Start des Spiels kaufen könnten. Aber auch Silberkronkorken, Entwicklungs-Items, Ewigsteine oder auch Macht-Items sind hier verfügbar. Wir können verschiedene Pokebälle direkt hier vor Ort kaufen und sogar die Handyhüllen unseres Rotom-Phones anpassen. Das Sortiment des Botobeutels verbessert sich übrigens stetig, je weiter ihr im Spiel voranschreitet, also solltet ihr definitiv immer mal wieder hier vorbeischauen. Eine weitere Sache, die ich kurz ansprechen möchte, ist das Picknick-Feature. Das Picknick-Feature ist quasi der neue Ersatz für Pokémon Ami, Pokémon Camping und so weiter. Darüber könnt ihr einfach ein bisschen Zeit mit eurem Pokémon verbringen, Sandwiches zubereiten, die Pokémon heilen und euch besondere Esskräfte bieten, die verschiedene Boni mit sich bringen. Ihr könnt eure Pokémon waschen. Ja, das ist wahrscheinlich das wichtigste Feature. Aber vor allem ist das Picknick-Feature im Grunde eine mobile Pokémon-Pension geworden. Habt ihr nämlich zwei Pokémon verschiedenen Geschlechts oder derselben Eigruppe in eurem Team, kann es passieren, dass sie in diesem Korb ein Ei legen. Das ist natürlich vorrangig interessant für die Pokémon-Züchter unter euch, aber auch generell, wenn ihr mal ein Picknick im Spiel veranstaltet, solltet ihr regelmäßig in den Korb mit den Eiern schauen. Vielleicht wartet da ja eine Überraschung auf euch. Und für den letzten Punkt gebe ich eine ganz kleine Spoilerwarnung raus, denn dafür müssen wir in eine Stadt gehen, die uns bisher noch nicht direkt in einem der Trailer vorgestellt wurde. Aber es gibt dort eine Sache, die so nützlich ist, dass ich sie dennoch direkt hier am Anfang ansprechen möchte. Und zwar gibt es in Paldea eine kleine Stadt namens Puerto Marinedo. Und Puerto Marinedo ist vor allem für eine Sache ganz besonders bekannt, und zwar seine Auktionen. Jeden Tag könnt ihr hier beim Markt vorbeischauen und ihr werdet verschiedenste Angebote bei den Auktionshändlern hier sehen. Das kann alles sein, von seltenen Pokebällen über seltene Beeren, Vitamin-Items und ich hatte sogar hier schon mal Silberkronkorken im Angebot. Hier wird dann eine bestimmte Anzahl dieser Items zur Versteigerung angeboten und ein Mindestgebot wird festgelegt. Daran können wir dann teilnehmen und versuchen, im Wettstreit mit zwei anderen Bewerbern der Höchstbietende hier zu werden. Manchmal schießen die Preise dadurch ganz schön in die Höhe, aber vertraut mir, die meiste Zeit macht man hier trotzdem sehr gute Schnäppchen, da man diese Items entweder so gar nicht kaufen kann oder sie deutlich günstiger als im Supermarkt bekommt. So wie zum Beispiel diese Seetangbeeren für einen Schnapper von 12.000 Poké-Dollar. Ich habe kein Suchtproblem, okay? Ich kann damit aufhören, wann immer ich will. Drei Tage später. Ein bisschen Kleingeld. Und falls ihr gerne noch mehr nützliche Infos zu Kamezin und Popo hättet, klickt doch als nächstes auf dieses Video.